Hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder und zwar heute mit einer Buchvorstellung. Das Ganze ist heute auf meinem Balkon, weil das Wetter so wunderschön ist und ich dachte, ich nutze das einfach. Aber ich ziehe vielleicht die Sonnenbrille mal ab, sorry. So, jetzt. Und zwar das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte in meiner Videorezension, ist Tage zum Sternepflücken von Kira Groh. Das Ganze ist im Plavalé Verlag erschienen. Kostet 9,99 Euro und hat 452 Seiten. Vorneweg, das Buch ist ein 5-Sterne-Buch geworden, hat mir megamäßig gut gefallen. Ich habe es total gerne gelesen, fand den Schreibstil von der Autorin wie auch im Buch vorher schon einfach genial gut. Ich finde es einfach, sie trifft eine Sprache, die so die 20- bis 30-Jährigen oder einfach den Ton, der eben angebracht ist bei diesem Alter. Ja, und jetzt möchte ich euch natürlich sagen, worum es geht. Es geht um Layla. Layla ist, glaube ich, 20, 22, irgendwie sowas alt. Und sie studiert an einer Privatuniversität in Frankfurt Musik. Und zwar genauer gesagt Saxophon. Also Musik ist ihre ganz große Leidenschaft. Sie liebt es, sich mit Musik, mit Noten zu befassen und vor allem zu spielen. Ja. Außer Layla lernen wir noch Julius kennen und zwar begegnen sich die beiden bei einem Musical. Laylas Universität möchte ein Musical aufführen und zwar Sweeney Todd. Und sie ist als Hiwi angestellt dort und ihr Professor ist mitverantwortlich für das Musical und sie organisiert da eben mit. Und beim Vorsingen trifft sie auf Julius. Ja, die zwei sind sich auf Anhieb sympathisch, aber das Ganze gestaltet sich etwas schwieriger, weil sich Layla vorgenommen hat, nie wieder mit einem Musiker etwas zu tun zu haben, weil sie da eben sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ja, wie es mit den zwei weitergeht, ob es da eine Zukunft gibt oder nicht und wie sich das entwickelt, müsst ihr einfach selber lesen. Ich kann euch das Buch wirklich wärmstens empfehlen. Klar ist es jetzt nicht irgendwie die neueste Geschichte schlechthin, aber der Schreibstil ist einfach super locker leicht, lässt sich toll lesen. Ich mochte die Charaktere sehr gerne, außer Layla und Julius gab es noch Laylas Familie, ihre Mama, die so ein bisschen esoterisch angehaucht ist, Glücksseminare gibt, auf so ein bisschen individuelles Essen steht. Ihr schwer pubertierender Bruder, ihre kleine Schwester, sehr, sehr sympathisch. Genauso wie die besten Freunde von Layla, das hat die Autorin wirklich toll gemacht. Und ich kann euch dieses Buch wärmstens empfehlen. Also ein absoluter Buchtipp von mir, absolut 5 Sterne. Passt auch zum Titel, Tage zum Sternepflücken. Schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr so locker leichte, ja schon Lektüre mögt, aber ich mochte es auch. Es hat auch Ansätze zum Nachdenken für mich gehabt. Also wirklich eine absolute Buchempfehlung. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Tschüss!